Shalom Aleichem. We're going to unhave in a minute. Baruchim Haboim. Ich heiß Sharon Power und ich bin eine Lehrerin von jüdischer Sprache und Literatur in Toronto. Ich bin euch Sekretärin von dem Komitee für Jiddisch bei der Torontoer UJA Föderation. Es ist mein größtes Covid, euch zu begrüßen im Namen von unserem Komitee. Ich bin sicher, dass ihr werdet Hanoi haben von dem heutigen Programm. Der Programm Heint ist unser jährlicher jüdischer Referat im Namen von dem kanadischen jüdischen Schreiber Simcha Simchowitsch. Vivian Felsen von dem Komitee für Jiddisch wird sogen ein paar Wörter wegen ihm. Es ist ein Emissar Covid von mir, zu sagen ein paar Wörter wegen Simcha Simchowitsch. Über 30 Jahre ist er gewesen ein wichtiger Mitglied von unserem Komitee bei Jiddisch. Hoch Simcha Simchowitsch ist geboren in Polen in 1921 und erst gekommen kein Kanada noch der Zweite Weltkrieg, ist er geworden bekannt wie ein Kanada-jüdischer Schreiber und befragt wie ein Toronto-jüdischer Schreiber und Poet. Er ist auch anerkannt gewesen, nicht jüdische, das heißt goyische Toronto-literarische Kreisen für seine Lieder. Und was ist bis gar merkwürdig, Simchowitsch ist gewesen der Einzige zwischen die kanadischen jüdischen Poeten, die übersetzen seine eigenen Lieder von jüdisch auf englisch. In Toronto ist er etliche zähnliche Jahre gewesen tätig in jüdische Organisations gewidmet zu der jüdischen Sprache und Kultur. Es ist gewesen mein Schuss zu fahren mit ihm sehr oft auf Referaten und Konzerten und auf Sitzungen von dem Komitee für Jiddisch. In seinen letzten Jahren kam er bis sein Tod in 2017 in ein Alter von 96 Jahren, hat er sich beteiligt in unserem Lernkreis, wo wir haben gelernt, Bücher, was er hat uns rekommendiert. Dort haben wir durchspielt sein Lamdomes und seine Gelerntheit wegen jüdischer Literatur und Weltliteratur, wegen jüdischer Geschichte und Weltgeschichte, wegen Religion, wegen politischer Unionen, bekitzer wegen Alts. Wir sind sehr zufrieden, als seine Tochter Ita und sein Adam, Vince Mandarano, sind mit uns heim auf Zoom zu Ehren sein und denken. Danke, Vivian. Danke. Unser Redner heim ist euch da in Kanada. Er kommt zu uns von Winnipeg. Also haben wir ein kanadisches Programm, im Ganzen auf Jiddisch und auf ein eigenartiges Thema, das ist sehr aktuell. Schäferischkeit im Jiddisch bei heutigen Chassiden. Unser Redner, Yankov Justin Aaron Lewis, hat stark lieb Mameloschen und Chassidis. Er ist ein Professor von Religion bei der Universität von Manitoba in Winnipeg. Er ist der Mechaber von Imagining Holiness, Classic Hasidic Tales in Modern Times, wegen chassidischer Meises, und euch Many Pious Women, eine englische Übersetzung von Xav Yad, geschrieben auf Jiddisch, in der Renaissance der Kufe in Italien, was läuft jüdische Freuen. Und noch der Rede heint, wird ihr haben eine Gelegenheit zu fragen, Frages. Als ihr habt eine Frage für unsere Redner oder für dem Komitee für Jiddisch, seid ihr so gut und stellt es herein in dem Q&A-Kastel. Ihr könnt schreiben auf Jiddisch oder auf Englisch. Es ist mir jetzt ein größer Vergnügen vorzustellen, Professor Lewis. Herzlichen Dank, Sharon und Vivian und ein Jascha Keuch der Komitee, welche haben mich verbeten und haben planiert die Lektion. Heute darf ich anerkennen, als ich red mit euch von Winnipeg, Manitoba, im Land von Anishinaabeg-Volk und der Métis-Nation. Es ist mir eine gewaltige Covid, Anteil zu nehmen in der Serie Lektions im Namen von Simcha Simchowitsch, sich reine Livrache.
und zu verbringen mit euch. A choshuva oilem von Umetum. Ich bin a Posterstudent von Jiddisch, schon Jahrzehnten lang. Seinde ka Student, weiß ich, als meine Reusred ist nicht allemal die Beste. Der Fair weiß ich euch da meine alle Werte. Hat ihr mis Tomme schon gehabt, als mein Neusleg ist nicht leut die angenommene Takhonis von Jivo, was mir lernt uns in Textbücher. Ich schmues Tage mit euch, mehr weniger in der Sprache von Textbuch, weil ich treffe als Rolf von euch seine Jiddischisten und zugewohnt zu Asam min Klal Jiddisch. Aber ich nutze Dafke als a Ausleg, wie man sagt bei Chsidim. Für was sei ich der Neues wie a Chosid? Weil a Sprachstudent will doch lernen die lebendige, heintige Sprach. Is, wo lebt Jiddisch als tagtägliche Sprach heint? Am ersten bei der schwarze Hit, überhaupt bei Chsidim. Und bei sie hat man keinmal nicht angenommen die Klallim von Jivo. Mein Stellung fleckt sein ungewöhnlich. Mach mir's der teures lange Spaltung zwischen Jiddischisten und Chsidim. Die Spaltung sieht man a viele in Ausleg von Wort Jiddisch. Bei Jiddischisten mit zwei Juden, bei Chsidim mit an Aleph. Und noch mehr in Bataid von Wort Jiddischkeit. Für alle hat das Wort Chen und Wärmkeit. Nur bei Jiddischisten hat Jiddischkeit der Rikersch zu tun mit Jiddisch. Bei Chsidim meint Jiddischkeit seiner Jid, a fromme Religie, Tradition. Wenn Chsidis hat angehalten, mit dem Baal Shem Tov und seinen Talmidim und bei Wunderer im 18. Jahrhundert, ist es gewesen eine Bewegung gegen der Establishment. Als Reaktion gegen Haskolle und Assimilation ist Chsidis aber bald geworden streng konservativ. Jiddischism der Kirchen hat Wurzeln in linke politische Bewegungen und ist geblieben zum größten Teil links progressiv. Derweil befreit noch Churben Europa, haben rauf chsidische Manhigen machtlich gewähren, a sehere Kehilis sollen sein a so abgesundert wie möglich. Der Verdafke ist gewann wichtig zu reden Jiddisch, weil die Goyim kennen nicht. Der Ver haben Rebellen geassert alle moderne Medien, kein Radio und kein Television Torme nicht vermerken. Seiner Soi abgesondert, kenn sein Schein, Kolzmann, alle fühlen sich edel und menschlich. Wenn nicht, kann sein sehr schlecht. Me weiß nebach, als wenn ein Mensch in der chsidischen Kehille protestiert gegen Korruption oder a viele gegen Beavlen von Kindern, wird der Protestierer verdammt. Me ruft ihm am Mosser, a Verräter.
Bei Jiddischisten tanzen Menschen von allem Innen zusammen zu Klezmermusik. Bei Chassidim verbringen Männer und Frauen öffentlich nicht zusammen. In heutigen chassidischen Zeitungen und Magazinen sieht man viele nicht keine Bilder von Frauen. Bei Jiddischisten singt man wegen romantischer Liebe. Bei Chassidim machen die Mishpoches Shidduchim. Und wenn eine Frau hat Chassene, gold man ab ihr Haar und nachdem geht sie mit einem Lissekopf unter der Schädel. Siehst du euch, versteht sich, Aspekten von Chassidus, welche Sach-Jiddischisten haben lieb. Die erhobene Geistigkeit, die Meises, die Nigunim, die Wahrheit von Asach, Mishpoches und Kehiles, die Gemilles Chesed und sehr Akshones mit Halten hinein reden Jiddisch. Heint wird die Spaltung zwischen zwei jiddischen Welten als schmaler. Duolingo zum Beispiel, ein System für Sprachstudie auf der Internet, hat eingeführt ein Jiddischkurs mit chassidischer Reusrede. Sind nicht da verschiedene Dialekten? Jiddisch, euch Chassidim, avare ja. Aber in a Sach von die chassidische Kehiles, in Brooklyn, in Montreal, in die chassidische Städtelach, in Amerika und Kanada, Kiryas Yoel, New Square, Tosh, redt man mehr weniger ein Sort Jiddisch. Sie ist a Loschen von wus, nicht was, wo man erst Kegel, nicht Kugel. Das heißt, es ist eine Entwicklung von Ungarisch, Galizianer und anderen Dialekten Jiddisch, welche weltliche Jiddischisten haben eine Wegemacht mit der Hand beschassen ausklären Klall Jiddisch. Äußlich, Grammatik und Wörterreuzer sind alle anders von jiddischistisch Jiddisch. Chassidisch Jiddisch hat Schwachkeiten und zwischen sie, es ist geworden, nicht bei allen, nur in Asach, Mishpoches und Kehiles, nicht mehr Mameloschen, nur Tateloschen. Das heißt, die Männer und Jüngelach reden Jiddisch, vermischt mit Asach Englisch, derweil Frauen und Mädelach reden Englisch, vermischt mit Jiddisch. Fort, Jiddisch bleibt, trotz aller Schwachkeiten, eine lebendige Sprache bei Chassidim. Und als mehr Menschen, welche haben lieb Jiddisch, wissen als euch. Wie als euch aber, kann man sich lernen, Chassidisch Jiddisch. Ach, kurz Duolingo, was ist mamisch für Anhebers, sind da noch wenig formelle Ressourcen. Die beste Sache ist zu gefinnen, chassidische Chaveren. Oder, lecholapoches, geht herein in Seers das Forumgeschäft, wird ihr gefinnen jiddischsprachige Zeitungen, Magazinen, Bücher, CDs, DVDs, Brettspielen und noch. Ich weiß aber nicht, wo ihr alle wohnt, sie neunt, sie weit von Chassidim, welch Schmussen wegen was man kann gefinnen auf
der Internets. Werd ihr sorgen, was heißt Internets? Wir haben doch der Mond, als Chassidim sollen na viele nicht hören, kein Radio. Sie sehen es, als rov chassidische Manhigim haben verboten die Internets. Faktisch aber haben sie nicht gelungen. Heint mit Smartphones kann man doch haben die ganze Internets in Kaschene, Kaschum Rebbe darf nicht wissen. Das meint, versteht sich, als die abgesonderte chassidische Kehilas wären willendig, nicht willendig, mehr offen zu der Welt. Das ist ein Sibbe, für was er sagt, Chassidim, verlassen sie ihr Gemeindes. Die dosige, mutige Menschen ruft man in sehr loschen OTD auf der Derech. A sagt zwischen sie, haben noch lieb Jiddisch und helfen verbinden die Welten von Jiddischism und Chassidisch-Jiddisch. Aber euch, die Mehrzahl Chassidim, welche bleiben in sehr Kehilas, sind tätig auf der Internets. Ein beulete Beispiel von der Entwicklung heißt Kolme Wasser. Der Pfarr, was ein Chassid Song nicht haben kein Radio, hat man aufgestellt verschiedene Hotlines. Das heißt, man ruft eine Telefonnummer und hört rekordierte neues Interviews und so weiter. Kolme Wasser, gegründet in 2005, ist als eine Hotline. Es lohnt sich, zu rufen sie ihr Nummer. Sie ist interessant. Ironischerweise aber ist Kolme Wasser seit 2019 euch auf der Internets. Die alle Programme kann man finden auf der Webseite jiddisch24.com. Solche Entwicklungen sind ein Entfer auf meine Tfilis. Wenn ich schmusen wegen etliche Beispielen von kultureller Schäferigkeit auf Chassidisch-Jiddisch, was ihr kennt der Langen durch der Internets, von was ich hab hanoe und lernen sich. Wett ihr haben Geschick zu wissen mehr, eize ich euch zu abonnieren dem Vorwärts bei forward.com. Ja, die weltliche, progressive jiddische Zeitung verinteressiert sich sehr in was tut sich bei dich sedem. Alle Liebhabers von Jiddisch haben schon teuer gewesen, die Chen von chassidische Meises. Gott durch Adaptierungen wie ob nicht noch Hecher von Peretz. Die Meises sind in der Rikerst a teure Shabbalper, a mindlache Tradition. Wir können sie euch lehnen in a Sach Meisebichelach. Und wir können euch lehnen a solche Meises auf der Internets, wo Chassidim erzählen sie schriftlich zueinander. Online sind da auf Jiddisch wie auf Englisch große Webseiten für Diskussions und Schmusen mit Forums wegen allerlei Themen. Zwischen die sehr bewussten heißt Jiddische Weltforums oder iWelt.com. In der iWelt
ist da Thread, man nutzt das hebräische Wort Eschkel, gewidmet Vermeises von Tzaddikim, was Menschen haben allein erlebt, oder was gehen zurück von Mäuel zu Euer zu Menschen, was haben erlebt die Passierung. Sind 2009 hat man dort gepostet 41 Meises. In der solchen Webseitlach nutzt keiner der Memesen Namen. Der Schreiber von Meise Nummer 41 ruft sich Chasside Uprisha, das ist Targum Loschen für Achosid und Aporisch und ist Mistome anivistik ironisch. Von der Meise könnt ihr haben einen Eindruck von geschriebene Chassidisch-Jiddisch. Es ist Keule Lassach Loschenkeudisch und die Grammatik wird als Poscheter. Le Moschel, man schreibt die euch für ein Mann. Sorgen, sagt man, de. Is, Chassidu Prische, der zählt das euch. Ich hab gehört von der Schotzer Rebbe von Antwerpen, als hat gehört von Horebbe HaKodesh Mitosh, Zatzal, was hat gehört von Horebbe HaKodesh, Morenu Horebbe Schleume Mibobov, was hat gehört von de Kedushas Zion, was hat gehört von Maharash HaRishon Mibobov, was hat gehört von einer, was ist gewähren, beschass Meise. Ihr seht, wie als ein Meise, der zählt sich mamisch le dor, wo dor, deures lang. A Freu ist gekommen zu Reb Dovidel Dinever mit ein Kind, was ist Nebach gestorben. Aber Reb Dovidel Dinever ist gewähren eingesperrt in ein Zimmer und die Gabe hat gesagt, als sie wird müssen werden. Sie hat gemoven nicht gewollt werden. So sie ist herumgegangen in die Zimmer, bis sie hat getroffen ein Fenster und sie hat reingeworfen die Kind. Ein paar Minuten später ist Reb Dovidel herausgekommen mit der Tinnig, Lebedickerheit. Jener Talmud, was hat später übererzählt die Meise von Moharash HaRishon Mibobov, hat gefragt für Reb Dovidel, was ist Pshat? Hat geantwortet, ich habe reingeblasen ein bisschen in die Kinds Nase. Hat hier a Wundermeise, wie a Rebbe kann mich heil meisem sein. Was gefällt mir aber in der Meise, ist die Emunne und die Dreistkeit von der Mamme. Chassidu Frischer fragt euch, sie andere haben die Meise schon gehört. Entfernt einer in Loschenkeudisch, Ani Boki Basipurim Veloi Shomati, ich bin behavend mit Meises, nur die Meise hab ich keinmal nicht gehört. Das heißt, als ihr hat da gehört, eine authentische chassidische Meise, wegen einer stärker Freude, was ist früher gewesen, a behaltene Äußer. Die heutige Trend in Medien ist, als man hört, Podcasts. A Podcast ist bei MS a Radioprogramm, nur nicht in Radio, nur online. Da seht ihr ein Beispiel, Eures Habal Shem Tov von Reb Hershey Kreuz, Achoshever Tosher Chosset.
die Beschreibung von Podcast fragt er so: Für was bin ich achosset? Mit was bin ich achosset? Was hat der Baal Shem Tov HaKadosh gewollt? Was kann Chassidus mir helfen? Auf die tiefe Frage verernst ich Siddim, entfert Reb Hershey mit offenherzigen Schmusen, basiert auf Teures von Baal Shem Tov allein. Reb Hershey zitiert Chassidisches Forum auf Loschen Koidisch und teitscht über auf ein heimische Jiddisch. Achai, Chizkive Emzi, meine Brüder, stärkt senk und schwitzt über die Nesäunis, Taimu, Demmels, weste Spieren, Atam. Wie bald jeder eine kann amol fielen, entmutigt, on katam in Leben, kennen a solche Schmusen in Reb Hershis warme Stimm, seiner Stütz und a Hilf, vernicht Chassidim euch. Und dabei kennen mir wären zugewohnt, zu verstehen Chassidisch Jiddisch. Mein beliebster Podcast ist auf dem Frier der Monten Webseite Jiddisch 24, Horav Schmiel Fixes Historie. Horav Fix redt Jiddisch ausdrückig mit Energie, gich aber nicht zu gich. Sein Jiddisch ist auf ein hohes Niveau und kassach englische Wörter. Man spürt einen gewissen Einfluss von jiddischistisch Jiddisch. Le Moschel sagt er nicht nur E-Mail, nur euch Blitzpost. Wie bald er geht über sein Blitzpostadress, habe ich schon korrespondiert mit ihm. Und hat a viele vorgelehnt Blitzbriefelach von mir auf sein Podcast. A beulete Beispiel von Horav Fixes intellektuelle Schäferischkeit ist a Serie Episoden mit dem Titel Is gewähren jeden in Erz Israel bis man Golis Mitzrayim? Die Serie hat angehoben, Dalet wo Ära Pei, das heißt Mittwoch in der Persche wo Ära in Jor Tashab, 5780, heißt das dem 22. Januar 2020, in der Zeit, wenn man angehoben in Schulden, Lehnen in der Teure, wegen Jezias Mitzrayim. Bei Chassidim ist der religiöse Luach mamisch der Kalender. Nur teilmal gibt man euch zu die goyische Date mit loschen Lemisporam, leut sehr Rechnung. Zurück zu Minyan. Was für eine Kasche ist denn das? Was heißt, seinen da gewähren Jiden in Erz Israel, wenn wir seinen gewähren Sklaven in Ägypten? Jeder einer wird gesagt, erwarte nicht. Bringt Horav Fix aber a Sach verschiedene Mekeures von Tanach, von Medrash, euch von akademischen Historiker und Archäologen und flecht sie zusammen zu teilen, überzeugendig als ja. Sie sind emisse intellektuelle Tour de Force. Jetzt lassen wir reden ein bisschen wegen Musik. Es ist besser zu hören Musik,
will ich bloß vorlegen ein paar Sachen, was ihr kennen zuhören später. Ich habe letztens gehört, sehr eine nötige Lektion wegen bewusster chassidische Singers auf Jiddisch von Shuli Elisheva, welche ist ein Stückel Kennerin von der Dosiker musikalischen Szene. Sie hat geteilt mit uns Lieder von Lippe Schmelzer, wenn man ihr kennt, gefunden in YouTube und Chaverin seine. Lippe Schmelzer von New Square ist sehr ein bewusster Sänger und sehr ein talentvoller Mensch. Ein Badchen, was improvisiert Grammen Bachassenes und macht der Mäulen weinen und lachen. Ein Komponist von Nigunem, welche mir singt beim Square Rebens Tisch. Und euch macht er komische Musikvideos mit Melodies geborgt von weltlicher Popmusik. Abim lebt. Abim lebt, Abim lebt, Abim lebt, Abim lebt. Sucht euch auf YouTube Mendelrot München. Werdet ihr gefunden a herzige, dweigestige Lied in Form von a schöne, kurze Film mit bekiewendige Ähnlichkeiten zu Fiedler auf dem Dach. Singen auf Jiddisch ist euch wichtig für chassidische Freuden. Asje Weismann-Schulmann hat geschrieben eine wichtige Dissertation wegen dem. Aber Freuden singen nur für andere Freuden und wie viel ich weiß, rekordiert man sie nicht. Wir kennen aber, hat man Eindruck, von solchen Lieder durch der YouTube-Channel von einer couragevollen OTD-Frau, Schiffre Loven, Hamechune Claire Wasserstein. Beschaß sie hat noch gewohnt in Tosch, hat sie komponiert und gesungen verfreuen ein paar religiöse Lieder. Später hat man sie Tage rekordiert, aber gesungen durch Männer. Jetzt, wenn sie es nicht mehr in Tosch und ist scharf kritisch gegen der Kehille, hat sie allein rekordiert und heraufgeladen auf YouTube, wie sie singt. Die herzige Lieder in einem Rezitativ. Ob weißt ihr von anderen Gelegenheiten zu hören, wie chassidische Frauen singen, bitte lasst uns wissen, später beschassen Q&A. Ich hoffe schon in der Mord, dass Diskussion-Webseite iWelt in 2012 ist gegründet geworden eine alternative Diskussion-Webseite, Kavestiebel, kavestiebel.com. Von Kavestiebel ist herausgewachsen eine gedruckte Ausgabe, was kommt heraus an Erich viermal im Jahr mit dem Titel Der Wecker. Man kann kaufen den Wecker durch Amazon. Das ist die einzige Schreie, was ich kaufe dort. Die Ausgabe ist von einer höheren Qualität. Kavestiebel und der Wecker sind in Versidem, was klären kritisch
wegen die eigene Gemeinde und seinen verinteressiert in Altding auf der Welt, Neues, Historie, Philosophie, Literatur. A Teil seinen OTD, a Teil haben nebach verloren seine Munde, aber bleiben in seine Kehilis, andere aber seinen echt chsidisch und gleichzeitig kritisch und offen. In drei von den letzten vier Nummern von Wecker hat man oben herausgestellt lange Artikeln, was kritikieren scharf die angenommene Vierachsen von der heutigen chsidischen Welt. Doch tiefe Forscharbeit und Ausforschjournalismus beweist man, als nicht losen Bilder von Freuen in chsidische Ausgabes ist eine neue, amerazische Chumre. Als der Minig abzugolden die Haar von Freuen, was haben Chassene gehabt, ist bichlal nicht nötig, alpi haloche. Und als bederich klar, ist der chsidische Zugang zum Coronavirus, wo man le Moschel weiter gehalten, riesige Chassenes, gewann ein schrecklicher Durchfall, was hat geurem gewann, unzählige Teuten. In Wecker gefind man euch Humor, Poesie, Aids für persönliche Probleme und noch. Euch hat sich Brief von Lehners und in Kavestiebel diskutiert man einmal jahrelang Artikeln von Wecker. Eine fiktive Erzählung in dem neuesten Nummer hat mich stark beeindruckt. Der Schreiber ruft sich auf Tholmus, der griechische Nomen von einem von den Chachomen von der Mischne, und der Titel von der Erzählung kommt von der Possek in Kehelis, Teufim Haschneim. Die Erzählung aber hat zu tun mit Jankel, ein Proster, Amerikaner Chosid von heintige Zeiten. In a Frühmorgen seht Jankel zufällig, wie sein Schochen, a Choschewer, heuch angesehener Jied, der mordet a Mensch. Jankel kann kaum glauben, was hat gesehen, weiß nicht, was zu tun, aber wenn seht, als mir verspreht die Neues wegen a Rizieche, und man sucht der Mörder, geht Jankel sof zu die Rabbonim, auszusorgen sein Edes. Geht die Meise weiter, wie der wartet. Hat Jankels Edeschaft aufgeschockelt die ganze Gemeinde. Überall haben jeden gestürmt von der schrecklichen Geschichte, und als Jid soll sich also aufführen. Alle haben gelernt, als man darf sich umgehen mit dem Verbrecher, bechol Heumer hat ihn. Jetzt wird die Meise weniger realistisch. Plötzlich können Rabbonim Mischbeten ermitteln zum Teut. Alles wird aber weiter erzählt auf einem prosaischen Öfen, also wie das Wort bei Emmes gekannt passieren
Heimt. Im Center von Stadt hat man aufgestellt auf hohe Plattformen, wo man gebunden die Hände von dem Verbrecher und man mich habe gewähnt, jeden ich hoschef in Stadt zu werfen a großen Stein auf dem Rosche. Der erste Stein hat getroffen in Jankels Kopf und ist zerspalten. Ja, nicht der Mörder herget die fromme Kehle, nur dem, was hat gesehen die Reziche und ausgesagt der Memes. Versteht sich, als das ist a bitter satirische Moschel. Die alle scharf kritische Artikeln und Erzählungen sind nicht von Apikorsen, welche machen häusig von Religie. Die redaktionelle Politik von Wecker ist, als alles, was man druckt, darf sein zugepasst zu orthodoxischer Jüdischkeit und Haloche. Erzählschreibers von Wecker und Kavestiebel haben in Sinnen amin Reformbewegung inne wenigs von Chassidus. Beprüft schaffen Chassidus mit alle Meiles, was man bewundert euch bei Jüdischisten, aber on der Kleinkappigkeit, der Beschränktkeit und dem Krummbenitz von der Macht, was man seht derweil zu oft. Ich allein schreibe mal fern Wecker und andere nicht-chassidische Jiden euch, le Moschel Dr. Schollenberger. Das ist mir eine große Hilfe mit meinem Projekt von Lernen chassidisch-jiedisch. Denn die Redaktion, überhaupt der Hauptredaktor Riven, nehmen sehr unbezahlte Arbeit ernst. Wenn ich schicke sie einen Artikel, lehnen sie über und über, verbessern, geben Ätzes, also wären meine Wörter zugepasst zu sehr jiedisch, befragt zu sehr Wörterreuzer. In jeder Nummer von Wecker steht, der Wecker nimmt an Artikeln von Sai Wemmen, is schickt sie eure Poesies, Erzählungen, Artikeln zu weckerjournal@gmail.com. Als letztes Beispiel von kultureller Schäferigkeit habe ich gehabt in Sinnen, zu sorgen etwas wegen der alten Tradition von Purimspiel. Ein Purimspiel bei Chassidim ist nicht basiert auf Megillas Esther, damals wollt man doch gedarft haben, Frauen und Männer zusammen auf der Bühne. Anstatt dem sind die Pjasses basiert auf verschiedene Meises von Tanach, Medrash, Legendes, ernste Meises mit einer religiösen Musser Haskell, aber gemischt mit Humor. Dr. Schifre Epstein hat mit der Hilfe von der Bobover Chassidim gemacht einen Film, wo man sieht Szenes von seinem Daniel-Spiel. Sucht in YouTube Documentary of Purim-Spiel in Bobov 1977. Ihr könnt dort finden Videos von anderen chassidischen Purim-Spielen euch. Ein Purim-Spiel, der lebt man aber bestens zwischen an eulem Chassidim. Wird hier einmal sein in New York Purim-Zeit, versäumt nicht die Gelegenheit. Erst letztens aber bin ich gewahr geworden, als die Tradition von Spielen
hat sich verbreitet. Und als wir kennen, haben Hanoi von dem Dafke durch der Internet. Guckt euch an, die Lektion von Wojciech Dvorak, The Rise of Hasidic Yiddish Theater. Erklärt er, als in die letzten 20 Jahre macht man Spielen, Theater, nicht nur Purim, nur euch in die freilichen Wochen, wenn chassidische Kinder gehen nicht in Cheder, Chol HaMoed Pesach, Chol HaMoed Sukkos und Chanukka. Die Spielen sind wild populär, man spielt sie in riesigen Saalen für Publikums von tausenden Jüngelach und Männer. Und man filmt die Spielen professionell. Is geht zu yiddishplays.com, könnt ihr kaufen DVDs oder Dingenerspiel auf drei Tage. Will ich euch weisen Bilder von Azar-Spiel, kiemat vier Schor lang, von was ich hab erst gehört in Dr. Dvoreks Lektion. Ihr weist, Miss Tomme, von der musikalischen Pjesse Hamilton, was heute riesiges Success auf Broadway seit 2015. In der chassidischen Theaterwelt ist man sicher euch gewann gewahr von Hamilton, weil die Spiel Inter in Ritten, gemacht in 2016, hat beulete Ähnlichkeiten mit dem Broadway-Schlager. Beide sind historische Fiktions, wo die Gründer von Amerika werden gespielt durch Minoritäten. In Hamilton Afroamerikaner und andere, in jüdischen Spiel Chassidim. Sie hebt an, in Agassi, New York, Le Misporum 1776. Mit gut ausgeforschte Historie, Jeden in Amerika dämmelt, seinen Schrauf gewähren Sephardim, haben sie als sephardische Sefer teure. Es ist da etliche schöne Lieder, da singt man mit his Leibes, wegen wie gut es ist, zu leben in Amerika. Es ist dramatisch, da lässt sich ein Amerikaner Soldat ein Rob von Dach zu Ratwin, unser Held von die Britische. Es ist da ein Sachtalent zwischen die Akteuren, Keulel das Jüngele, welche singt tief rührende Lieder. Die zwei Personagen sind Clownen, also wie man gefühlt bei Shakespeare zwischen ernsten Szenen. Ihr habt gehört von Produktplatzierung in Hollywood-Filmen, da in einer ernsten Szene wegen Jan Kipper, sieht man dem Logo von einer Firma auf ein paar Reiches. Nur es ist mehr offen wie in Hollywood. Einer sagt stolz, ja, ich habe uns gekauft ein neue paar Reiches von Mephoar Judaica und der Eulam lacht. Bichlal tut man oft brechen die vierte Wand. Zum Beispiel, ein britischer General fragt ein Soldat, ist es schon lang, sind du bis gewähren, in der Heim in England, entfernt jener, ja, sehr lang, dacht sich, sind wir praktischen für die Play. Sag Hackel, also wie Hamilton, ist inter in Ritten a Kolkeure, als die Minoritätmenschen sennen Amerikaner, haben lieb Amerika, und willen, als Amerika soll sein Gott versehen und soll sie akzeptieren mit ihren alle Unterschieden von der Mehrheit. Und als sie seinen schöpferischen Menschen mit einer Kultur, was lebt und lacht. Nun,
Ich hoffe, dass ihr habt Fragen und oder kleine Bemerkungen. Bitte schreibt sie rein im Q&A oder hebt eine elektronische Hand, wenn man anmachen euer Mikrofon. Ob habt ihr nicht Zeit jetzt, schickt mir eine Blitzpost, jewishstudies@gmail.com. Lass mir schmusen. Schönen Dank, herzlichen Dank, Justin. Dein Jiddisch ist ein prächtiges Jiddisch. Und du hast uns erzählt wegen so viel verschiedene Sachen, wegen Podcasten und Theaterspielen und Zeitschriften und Männer und Freuden. Wir haben so viel sich bewusst von dir. Ich weiß von einer Frage. Ich sende keine Frage, es sind Q&A. Und der Fall will ich allein stellen eine Frage. Ich meine, du hast ein bisschen geredet wegen dem. Aber wir so kennen die Rocher Cole, die Führers von den verschiedenen jüdischen Kehilas, mit Hagen, wie du hast das gesagt. Wie können sie kontrollieren, aufsehen, als Ding, was die Menschen können sehen oder hören, online? Mhm. Und probieren sie zu kontrollieren das? Mhm. Ja, sehr gute Kasche. Probieren sie, ja. Sie wollen kontrollieren, was Menschen sagen und was sie klären. Aber sie wird als schwerer, macht es der Internet. Le Moschel hat herausgebracht, wie ihr habt öfter gehört, koschere Cellphones, welche sind trickisch, also wie die alten Cellphones, was haben nicht keine Verbindung mit dem Internet. Und man legt Druck auf Menschen zu kaufen solche koschere Phones, haben sehr sagt, zwei Phones. Eins ein koschere und eins ein Smartphone. Weiter, man drückt die Menschen einzustellen Filters auf sehr Internets. Ein Filter auf ein Internet lässt le Moschel rein eine Welt, aber schließt daraus Kavestiebel. Aber nicht alle kaufen ein Filter. Und wer so hat ein Filter, kann euch herumgehen, herumdämmen. Aber was kontrolliert mamisch die Meulen, ist, dass jeder guckt auf jenem. Zu sein zynisch kann man das beschreiben, ein bisschen wie Misrich Deutschland in die schlechte alte Zeiten, wo man kein Mal nicht gewusst, wer ist ein Spion. Man weiß kein Mal nicht in der sittischen Kehle, wer guckt auf dir und wird Sorgen, die man hegen. Und damals kann man euch strafen, le Moschel, durch ein Rauswerfen eure Kinderlach von Cheder, von der Schule. Es ist da ein unglaubliche Peer Pressure und das ist die Iker-Kontrolle. Hilft die Internet sehr eine Sache. Man soll herumgehen, was man sagt dort im Internet, darf keiner nicht sehen oder wissen, kurz die, was sind in euch dort auf die Seite lacht. Okay, danke. Ich sehe, dass wir haben eine Frage und das ist von Paul Pascal. Herzlichen Schoich, Jaike, Jaron. Ich klebe groß naches und Hanoa von deinem Lektie und ich bin euch dankbar, sei für ein Lektie, sich allein und sei für
Ich kann weiterlernen. Meine Frage, bist du optimistisch wegen die Links? Wegen links die Zukunft von jüdischer als lebendiger Sprache. Okay. Okay, optimistisch wegen Zukunft von der jüdischen Sprache, als lebendige Sprache. Ja, ich freue mich, Paul, es ist gut, dich zu sehen, Gott, ich sehe dich nicht. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich meine, nicht alle Siddim kennen Jiddisch. Rov Siddim in Amerika und Kanada reden euch Englisch. Es ist da, wie gesagt, das sagt Englisch in sehr Jiddisch. Aber mir redet Jiddisch mit Kinderlach. Die Kinderlach in der Schule lernen sich auf Jiddisch. Man hat Zeitungen, Podcasts, Spielen auf Jiddisch. Es ist eine lebendige Kultur. Und es ist da, sie meinen, als etliche Chassidim wären mehr besorgt mit der Qualität von sehr Jiddisch. Man lässt das nicht als Rob Keikelin in a Jargon von Englisch auf Hebräische äußern, nur man will es so sein, Mamisch, die jiddische Sprache auf einem gewissen Niveau. Le Moschel hat ausgegeben in der frommen Welt das Buch, was verkauft sich upon einem Gott, jiddische Werte äußern. Es ist ein Regime von jiddischen Werten mit Synonymen. Und beim Sof ist da ein Obteil jiddisch Grammatik. Es ist für Menschen so wie ich eine prächtige Ressource, weil da kann ich sehen, was ist in heutigen chassidischen Werte äußern und was ist eine heutige chassidische Grammatik bei Menschen, welche sorgen sich mit dem, welche Willen schreiben mit Grammatik. Man hat mir auch gesagt, als der Mechaber von Buch ist eine Frau, ist das euch interessant? Wir können haben Hoffnung. Ich meine, dass was mehr von uns nicht sehen, wollen sich verbinden mit der chassidischen Welt durch Jiddisch, was mehr wird das mutigen, die chassidische Welt euch zu sein stolz von Jiddisch und weiter zu halten bei Jiddisch als lebendige Sprache. Okay, das ist sehr interessant. Das heißt, dass bei den Chassidim ist es anders wie bei die Yeshivisch Jiddisch. Yeshivisch, was heißt Yeshivisch? Wo Menschen nutzen Englisch und Jiddisch und alles ist gemischt, aber die Chassidim sind mehr Machmied. Lass mich sagen, ein Teil von sie, ein wahrer Jahr. Und wenn man sieht in einer Ausgabe, so wie der Wecker, als man prüft Mamisch schreiben auf ein höheres Niveau, das macht mich optimistisch, ein wahrer. Sehr gut. Eine andere Frage, das ist von Abraham Ingelfeld. Wie hält es mit Jiddisch bei Chassidim in Israel? Eine sehr gute Frage. Ich weiß wenig wegen dem. Meine meisten Kontakte und die Internetressourcen, was ich kenne, sind von Amerikanern und Kanadern Chassidim. Ich höre, als in Erz Israel mischt sich Jiddisch mit Hebräisch, also wie Jiddisch mischt sich da mit Englisch. Ich weiß nicht von Ausgabes auf Jiddisch, also wie Zeitungen und also weiter in Israel, öfter sind da, ich weiß nicht von sie. Die Diskussion-Webseite iWelt
ist von Erz Israel. Ich weiß, dass es dort sind, welche reden Jiddisch, Kasach. Nur ich persönlich weiß nicht Kasach wegen sehr Jiddisch. Ich habe zufällig gefunden, eine Webseite, ein jiddisch-hebräisch Wörterbuch mit Jiddisch mit einem Aleph, ist eponym von der frommen Kihile dort. Aber es ist eine Sache, was ich wollte gewollt, herausgefunden mehr euch. Ob MC Dorfes mehr, bitte sagt uns. Okay. Wir haben einen schönen Kommentar von MC, Jakob Maxwell. Es ist sehr interessant gewesen zu mithalten. Es ist nicht gewesen, kein große Duschen von mir, weil ich bin alleine jüdische Ingemann. Es ist gar interessant zu sehen, wie man guckt uns an von eurer Welt. Ich bin sehr zufrieden, was ihr seid da. Es macht mir große Hoffnung, dass in unserem virtuellen Platz da können Chassidim und andere, was haben lieb Jiddisch, zusammenkommen, schkeuch verkommen. Okay, und wir haben eine Frage, du von Zoe Belk. Oh. Du kennst du? Ich habe nur was gehört, eine Lektion von Zoe Belk. Darf gewegen Chassidisch Jiddisch. Ich bin geehrt, als sie ist da. Ja, sie fragt, wie viel redest du mit Chassidim wegen dein Forscharbeit? Ähnlich oder Ponem al Ponem? Online oder Ponem al Ponem? Was sagen sie wegen dem? Wegen mein Forscharbeit ein bisschen. Wenn ich habe geschrieben mein Buch Imagining Holiness, habe ich noch nicht gehabt Kasach Kontakten in der chassidischen Welt. Habe ich ja zitiert etliche Chassidim, mit wem ich habe gehabt etwas Gespräch oder Korrespondenz. Derweil habe ich sich Baruch Hashem bekannt mit mehr Chassidim und mein kommendes Buch hoffe ich wird sein mehr beeinflusst von Schmusen mit sich. Aber derweil habe ich nicht gehört, Kasach Schmusen mit Chassidim wegen meiner Forscharbeit, nur wegen anderen Themen. Und meistens für mich elektronisch. In Winnipeg ist doch nicht keine große chassidische Kehille, aber Blitzpost und Kaffeestiebel sind sehr gut. Und so, ich will euch bedanken für die hoschere Arbeit, was ihr macht als Linguist wegen Chassidisch-Jiddisch. Das ist eine sehr wichtige Forscharbeit. Ich hoffe, dass ihr mit anderen Linguisten wollen schon machen Textbücher und Wörterbücher für die, was willen sich lernen, Chassidisch Jiddisch, von äußern wenig. Ich meine, dass Sheldon Wise hat gehört eine Frage. Und Sharon, können wir euch machen sein Mikrofon? Und Sheldon, ihr könnt es fragen auf dem Call. Ich meine, er ist noch nicht du. Okay. Also er ist du, kann er heben die Hand. Und ich will ihm öffnen sein Mikrofon, aber ich meine, er ist noch nicht du. Er ist noch nicht du, okay. Wart. Heb deine Hand noch einmal. Nein. No. Also ich meine, dass das sind alle Fragen, was wir haben, alle interessante Fragen. Und Justin, im Namen von unserem Komitee für Jiddisch, ich will dir gerne nach herzlichen Jeschel Koyach und einen großen Dank für dein Referat.
Es ist, wir müssen gewinnen, Erfahrungen zu hören, die reden Jiddisch. Und wir sollen das gelernt, sich gelernt, Jiddisch. Und ich bin sicher, und euch alle interessante Bilder und alles, was du uns gewesen und dass du hast genommen, die Zeit zu schreiben, der Text. Also, so, anyway, ich bin sehr, sehr imponiert. Ich bin sicher, als unsere Zugucker haben sich sehr sachte bewusst davon. Und wir können jetzt gehen auf den Internet und lernen mehr wegen dem. Ein schönen Dank. Und ein Dank allen für eure Kommenheit. Ein Dank allen und ich hoffe, ob ihr seid da heint, weil wir bleiben in Verbindung. Schickt mir eine Blitzpost, lass mich schmussen mehr. Und ja, schicke euch Vivian und Sharon in der Komitee. Es ist gewesen, als er Covid und als er vergnügen. Ja, danke. Einen großen Dank. Und jetzt wollen wir endigen unser heutigen Programm.